Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich sitze hier gerade mit Niklas Spellmeier. Wir sind jetzt gerade frisch nach Berlin gefahren. Und ja, wir reden über das Thema E-Commerce, insbesondere über Amazon FBA. Und wir dachten uns, wir reden einfach mal so ein bisschen über ein paar Geschichten, die wir so erlebt haben mit Amazon-Händlern und auch so ein bisschen über Erfolgskonzepte, die dich vor allem als Amazon-Händler besonders voranbringen. Also vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz ein, zwei Worte zu dir erzählen. Ja, gerne. Erstmal schön, dass das geklappt hat. Ja, mein Name ist Niklas Spielmeier. Ich bin jetzt seit 2017 auf Amazon aktiv als Händler, habe mich damals neben meinem Hauptberuf selbstständig gemacht. Hatte vorher tatsächlich gar keine Erfahrung, bin totaler Quereinsteiger gewesen. Und habe ja dann 2 Jahre lang mein Business aufgebaut. Musste ehrlicherweise zugeben, bei mir hat nicht von Anfang an alles so schön geklappt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis es wirklich Ist ja nie funktioniert so, hat. ne? Also, ja. Meistens nicht. Also man hört ja immer so dieses, ja, ich habe dann angefangen und dann ging es los. Und es ging auch los. Also bei mir, ich habe auch vorher schon andere Sachen gemacht gehabt, die gar nicht funktioniert haben. Bei FBA ging es dann umsatztechnisch auf jeden Fall von Anfang an los. Und es hat dann noch ein bisschen gebraucht, bis man wirklich dann auch von leben konnte. Aber 1,5 Jahre später habe ich dann auch meinen Job gekündigt. Und ja, seit 2019 helfen wir Menschen jetzt auch dabei, erfolgreich zu werden mit FBA. Wir haben hier vor Ort auch ein größeres Team aufgebaut. Sitzen hier in Berlin. Wir haben über 600 Händler schon dabei geholfen. Das ist das einzige Messding, was wir so triggern, mindestens 10.000 Euro Umsatz im Monat zu machen. Natürlich teilweise deutlich drüber, teilweise ist es irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Euro geblieben. Aber total breites Spektrum und ja, das ist das, was wir so machen und treiben. Sehr geil. Wir hören auch immer sehr viel von unseren Kunden auch und fragen auch, wie läuft das immer? Es gibt ja sehr, sehr viele Coaches auf dem Markt und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, warum ist das so, dass ich von unseren Kunden vor allem in der Zusammenarbeit mit euch sehr viel Positives höre und von vielen anderen Coaches eher Gemecker und Probleme und nicht erfolgreiche Leute und so. Was würdest du sagen, was ist so der Nummer-1-Faktor? Ich glaube, was super wichtig ist, erstmal freut mich das zu hören, das ist cool. Ich glaube, was super wichtig ist, ist die Intention, aus der heraus man was macht. Und es ist so, FBA zum Beispiel, E-Commerce, die meisten Leute, die das anfangen, haben einen Freiheitsgedanken sehr starken. Ja, das ist ein sehr automatisierbares Business. Man muss Arbeit reinstecken, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass man von morgens bis abends hinter der Theke stehen muss, um Geld zu verdienen. Sondern wir machen das Interview und gerade kaufen Leute meine Produkte. Ja, und die meisten Leute, die natürlich auch logischerweise dann FBA coachen, waren FBA-Händler vorher und haben auch diesen starken Freiheitsgedanken. Und es ist nun mal so, ein Coaching ist eine Dienstleistung, das ist kein so automatisierbares Business wie ein FBA-Business. Das heißt, es erfordert super viele Stunden. Man muss super, super, super viel reinhauen und ich bin immer jemand gewesen, ich würde mich nicht so als klassischen FBA-Seller, sondern eher so als den Unternehmer bezeichnen, der einfach echt Bock hat zu hustlen und viel zu tun. Und ich glaube, wir waren sicherlich nicht immer oder hatten nicht immer einen großen Vorsprung, aber mittlerweile, dadurch, dass wir halt kontinuierlich echt seit 3, 4 Jahren hier auch jetzt mit dem Team sind jetzt hier 20 Leute knapp. Wir haben auch andere Partnerunternehmen, sind wir insgesamt über 35 Vollzeitangestellte, die auch Gas geben. Das heißt, wir haben eine andere Entwicklung, wir probieren auch sehr viel aus. Wir sind halt selbst mit Marken auch am Start, verkaufen Sport, Freizeit, Haustier und im Küchenbereich haben wir sozusagen so 3 Marken aufgebaut, wo wir auch selbst sehr viel experimentieren können und auch viele Sachen festgestellt haben, die halt nicht funktionieren, aber auch Sachen festgestellt, die sonst echt fast niemand macht, die super gut funktionieren. Können wir gleich vielleicht auch genau mal ein, zwei Tipps an die Leute rausgeben. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, was man auch als Kunde bei uns auch merkt und was wir auch oft als Feedback bekommen, hey, man hat einfach das Gefühl, dass es hier kontinuierlich vorangeht, dass neue Sachen kommen, dass man wirklich unterstützt. Und das ist bei vielen Coachings, glaube ich, auch so. Im FBA-Bereich, wie gesagt, ist durch diesen Freiheitsgedanken vielleicht weniger als in anderen Bereichen. Ich kriege das auch so ein bisschen mit. Ich bin ja jetzt bei euch und ich merke auch das mit der Anreise und alles. Es ist alles super strukturiert und irgendwie fühlt sich das an, als wenn ihr wirklich das sehr gut alles sauber aufgleist. Und ihr seid, glaube ich, auch TÜV geprüft, ne? Jetzt Wir seit sind einiger Zeit auch jetzt, oder? TÜV-zertifiziert, ja, vom TÜV Süd. Das stimmt, ja. Aber das muss man auch also dazu sagen, das ist auch bei uns so eine Sache, die haben wir sind ja selbst auch in der Beratung drin, dass uns sozusagen auch in den Bereichen Coaching, Geschäftsführung, wie baut man so ein Team auf und Prozesse auf. Das ist auch viel dadurch natürlich entstanden, dass. Also das kann man ja eigentlich gar nicht so schnell das Unternehmen auch aufbauen. Das haben wir selber Nee. bei uns erlebt. Wir haben eben auch innerhalb von 2,5 Jahren auf 14 Vollzeitstellen skaliert. Und du musst einfach total systematisierte Prozesse haben. Und man unterschätzt das ja auch. Ich meine, 14 Vollzeitstellen, das hört sich immer so an, ja, okay,
zum Beispiel, ich habe damals bei Daimler gearbeitet, ne? Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber 14 Leute zu bezahlen jeden Monat, ja. Das ist ja, das muss man erstmal schaffen. Und das ist schon ein enormer Aufwand. Das denkt man, glaube ich, gar nicht, wenn man jetzt am, also ich dachte am Anfang, okay, dann hat man Mitarbeiter, dann wird es erstmal, das wird alles easier. Aber am Anfang ist es ja erstmal so, dass es eigentlich mehr Arbeit ist. Man muss die Leute anlernen, so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel im FBA-Bereich ja noch gar nicht so groß. Wir haben vielleicht insgesamt echt nur 10, 15 Kunden, die wirklich ein Team jetzt auch am Aufbauen sind. Das ist von der gemessenen Anzahl her super wenig. Also man sieht, es ist ein sehr automatisierbares Business, aber. Was würdest du sagen, was sind so die Top-Erfolgsfaktoren? Wenn jetzt jemand anfängt, ich meine, wenn du Amazon-Seller bist, dann fängst du vielleicht an, so ein bisschen zu recherchieren online und versuchst dir irgendwelche Infos aus irgendwelchen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen oder so zu holen und dann fängst du an und man stellt halt wirklich fest, in der Geschwindigkeit gibt es so riesen Unterschiede. Dann gibt es die einen, die dann irgendwie 3 Jahre rumkrebsen, weil sie eben versuchen, alles selber zu machen und oder auf irgendwelche komischen Tipps zu hören, und dann gibt es die, die halt wirklich mega schnell durchstarten und dann innerhalb von wenigen Jahren dann ihren Shop im höheren 6-stelligen Bereich oder 7-stelligen Bereich verkaufen. Also was würdest du sagen, was ist so der, vielleicht erstmal so der Nummer 1-Tipp, was ist so das Wichtigste, worauf du so achten solltest? Also es sind natürlich immer ein Zusammenspiel von super vielen Sachen. Wenn man jetzt eine Sache sagt, wirklich vom Start möglichst schnell voranzukommen, ist meiner Meinung nach super essentiell, dass man von Anfang an ein sehr, sehr großes Ziel verfolgt. Also jetzt so ins Detail zu gehen, da gibt es nicht einen Punkt. Man kann natürlich sagen, du brauchst ein gutes Produkt oder du brauchst ein gutes Marketing oder sowas. Das sind alles super essentielle Punkte. Aber ich habe oft das Gefühl, dass die Leute sich ein zu kleines Ziel setzen und egal aber was sie für ein Ziel setzen, gar nicht so einen Plan dahin verfolgen. Mhm. Bei uns zum Beispiel, das haben wir bei uns im Training drin, ist so ein Ding, wie werde ich eigentlich Millionär mit Amazon FBA? Weil das ist gar nicht so einfach. Und da haben wir das mal aufgeschlüsselt, hey, was muss ich eigentlich tun und wie schaffe ich das in einer möglichst kurzen Zeit? Und dann zum Beispiel sehen die Leute, ah, okay, ich habe zum Beispiel im ersten Jahr, mache ich 2 Produkte, das ist in Ordnung. Viele Leute denken erstmal, oh, das ist wenig, und dann mache ich vielleicht im Monat mal so 20.000, 25.000 Umsatz. Da bin ich ja noch super weit entfernt von 1 Million. Mhm. Viele sehen nicht so, das ist ein sehr skalierbares System. Das heißt, die ersten 1, 2, 3 Produkte an den Markt zu bringen und zum Laufen zu bekommen, ist super schwierig. Danach, wenn man dieses System mal verstanden hat, ist es relativ einfach, schnell voranzukommen, und man braucht, das haben wir so gesehen, wenn man so 6, 7, 8, 9 Produkte hat und mal so 200.000, 300.000 Umsatz macht, weil es theoretisch kann so ein bisschen weniger sein, pro Monat könnte man sein Business theoretisch schon meistens für 1 Million verkaufen, ne, wenn du 20% Marge hast, oder lass es 10% sein, bei 200.000 Umsatz hast du 20.000 Profit im Monat, sind 240.000 im Jahr, dann kannst du dein Business schon für einen hohen 6-stelligen oder 7-stelligen Betrag verkaufen. Jawohl. Und was würdest du sagen, was macht jetzt so ein Produkt wirklich erfolgreich? Das ist, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Wir haben so bei uns so ein Modell, das nennt sich die Produktpyramide. Das ist essentiell für jedes Produkt. Erstmal ist ganz simpel aufgeschlüsselt in 3 Ebenen. Jedes Produkt braucht irgendwo eine Nachfrage und einen Markt. Also wenn es niemanden gibt, der es haben will, kannst du auch niemanden verkaufen. Dann brauchst du mit deinem Produkt später eine Chance auf den Marktanteil, sprich, dass du einen Teil dieser Nachfrage abbekommen kannst. Und das Ganze, das ist die 3. Ebene, muss profitabel laufen. Das ist auch schon ein erster wichtiger Mindset-Punkt, weil viele Leute zum Beispiel tauschen am Ende diese Chance auf den Marktanteil gegen die Profitabilität, gehen mit dem Preis sozusagen so weit nach unten, dass sie zwar Umsätze machen, aber nicht wirklich was hängen bleibt. Und das ist eigentlich die größte Kunst der Nachfrage, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist auf Amazon, es gibt so viele Produkte, die viel Nachfrage haben, aber wenig Leute, die wirklich wissen, wie kriege ich eine Chance auf den Marktanteil und bin gleichzeitig profitabel. Und das ist schon mal das erste Learning, was ich damals hatte, das war für mich ein großer Gamechanger, ist zu verstehen, es geht nicht, man findet nicht irgendeine Chance oder ein glückliches Produkt, wo diese Spanne zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis super hoch ist und du siehst, ey, ich kann das verkaufen und mach damit 30% Marge oder so. Weil dann wird das jemand anders finden. Heutzutage mit Alibaba, du kannst so schnell die Preise vergleichen, kannst so schnell Verkaufspreise, Einkaufspreise, dann hat der erste mal 30% Marge, dann sieht es jemand anders, der sagt, ich mach's auf 25, dann sagt jemand, ich mach's auf 20 und so geht's halt nach unten. Das heißt, das ist eine Sache, die gerade Anfänger auch oft unterschätzen. Man muss schon unternehmerisch auch ein bisschen was drauf haben, was halt Produktentwicklung in Anführungsstrichen, so komplex ist es nicht, aber vor allem später auch Vermarktung und Branding so zu tun hat. Also das, was letztendlich jede Produktmarke irgendwo macht, ist auch auf Amazon super relevant. Nur wird es halt von wenig Leuten so genutzt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei uns Kunden, die sind im Supplement-Bereich. Ja, das war jetzt ja nicht genau welche, aber es ist einfach so klassische Supplements. Ne? Also jetzt wirklich total überrannter Markt. Riesige Nachfrage, aber total überrannter Markt. So, und dann siehst du jetzt erstmal von außen, okay,
PPC-Kosten sind extrem hoch. Es wirkt alles sehr schwierig. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, was können wir denn machen, um da erfolgreich zu werden? Weil das ist eigentlich die Frage, wenn man darin gut ist und das beantworten kann, dann wird man auf Amazon erfolgreich. Es ist ja immer so, dass eigentlich, wenn du Supplements kaufst, du kaufst ja eigentlich immer bei dem Anbieter, der dich am meisten überzeugt. Ja. Und wenn du einen Abstand hast mit deinem Marketing, mit deinem Branding, mit deinen Fotos, mit deinen Texten und so weiter, dann kaufen sie dann einfach bei dir. Das heißt, selbst wenn du einen Markt hast oder eine Nische hast, wo eben sehr viel Konkurrenz auch ist, dann ist das eigentlich der Schlüssel, oder nicht? Genau, das ist eben das Essentielle. Und sich dann eben zu fragen, okay, ich kann jetzt nicht das Gleiche machen wie alle anderen. Wenn ich jetzt ein Vitamin C-Supplement verkaufe, dann bringt es mir nichts, schöne Bilder von der Verpackung zu machen. Ja, also klar, das ist notwendig irgendwo, aber das wird jetzt nicht den Erfolg ausmachen, sondern ich muss überlegen, okay, erstmal, wie vertrauen mir Leute? Andere Leute haben 2000 Bewertungen, ich habe 0. Ja, und das Produkt ist klar, wenn ich jetzt einen roten Schuh verkaufe und daneben ist ein blauer Schuh, dann ist mir egal, wer wie viele Bewertungen hat, ich kaufe den, der mir mehr gefällt. Aber bei so einem Supplement ist ja ein Produkt, das kannst du so gar nicht direkt greifen. Genau, das heißt, du willst Bestätigung haben, dass es wirklich funktioniert, dass es wirklich gesund ist und diese ganzen Vertrauen in das Vertrauen Produkt zum Beispiel ist ein großer Punkt. Ja? Das ist zum Beispiel eine Sache, wo die meisten Amazon-Händler machen keine Produktvideos. Mhm. Ja, und ein Produktvideo muss gar nicht teuer produziert werden, wo man irgendwelche Pulver ineinander schmeißt und Farbelemente und Animationen drin hat. Mhm. Zum Beispiel bei Supplements haben wir festgestellt, was am besten funktioniert, ist, wenn man sich einfach als Gründer der Firma mal hinsetzt. Das ist für die vielleicht für den einen oder anderen erstmal ungewohnt. Aber einfach mal erzählt, hey, was ist da drin, wo kommt das her? Und was ist die Wirkung davon? Weckt total viel Vertrauen, einfach an einem Tisch, ne? Ganz simples Video. Also im Grunde genommen sowas, was wir jetzt hier in Anführungsstrichen auch machen. Einfach mal über das Produkt zu erzählen, haben wir gesehen, es conversion-technisch funktioniert besser als irgendwelche für 10.000 Euro produzierten Videos teilweise. Es ist extrem interessant, weil als treuhänder Steuerberater haben wir ja genau dasselbe, dass wir eigentlich möglichst schnell Vertrauen wecken wollen, weil natürlich klar, wenn jemand mit uns zusammenarbeitet, in der Regel bleiben die Leute dann auch 3 bis 10 Jahre eigentlich, ja, je nach Businessmodell. Und es ist sehr interessant, dass gerade das stimmt. Bei Supplements ist es eigentlich, geht es auch nur um das Vertrauen. Es ist, und wenn du Transparenz zeigst, ja, wenn du die Leute sehen kannst, eben das mit dem Geschäftsführer und einfach mal die Einblicke hast und wirklich das Gefühl hast, ah, okay, das ist wirklich was Seriöses. Dann erstmal, du hörst jemanden Deutsch sprechen, ne? Das ist schon mal ein riesiger Punkt, ah, ja, okay, weil du weißt ja nicht, bei wem kaufe ich überhaupt. Ja. Ich habe zum Beispiel mal so eine Sache, die nenne ich bei uns im Training nicht so die Marktstrategie, weil ich komme aus Oldenburg, bei dir in der Nähe, und ich habe früher mal eine Zeit lang als Student sozusagen auf dem Markt gearbeitet, einen Nebenjob sozusagen gehabt. Und auf dem Markt kostet alles das Doppelte. Also Obst, Gemüse ist alles viel teurer als im Supermarkt. Teilweise auch besser sicherlich. Aber die Leute, die da kaufen, kaufen vor allem da, weil sie gerne dieses Lokale haben möchten. So dieses, hey, ich weiß, bei wem ich kaufe, ich weiß, was ich kaufe. Mhm. Und das ist eine Sache, die ist einfach erwiesenermaßen. Ne? Das ist dieses Lokal. Leute kaufen gerne lokal ein. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel eine Sache, wie kriege ich das in Amazon rein? Zum Beispiel durch so ein Produktvideo macht man sich greifbarer. Was auch cool ist, wenn man vielleicht ein kleines Team hat. Muss man gar nicht haben, auch wenn man kein Team hat. Nehmt ihr euch 2, 3 Freunde, macht mal ein Bild von den Leuten mit dem Produkt, schreibt mal vielleicht so eine Art Brand-Story auf. Hey, warum machen wir das überhaupt? Was ist unser Antrieb? Das kann man sich auch so ein bisschen aus den Fingern ziehen, um ehrlich zu sein. Es muss jetzt gar nicht so eine riesige Hero-Story dahinter stehen, aber man kann ja so ein bisschen was entwickeln. Immer, hey, wir sind das kleine Unternehmen und kämpfen da draußen gegen den großen Markt, gegen schlechte Qualität, billig produzierte Ware und sonstiges. Menschen lieben sowas. Die meisten machen das ja auch nicht, oder? Das macht fast niemand. Das heißt, wenn du das machst, du stehst schon gleich heraus. Ja, das ist eine wirklich interessante Strategie. Das heißt, selbst in einem Markt, wo eben Leute viele Bewertungen schon haben und eben vielleicht auch sehr viel verkaufen und so weiter, das heißt, mit solchen Strategien kannst du dann trotzdem eigentlich deine Konkurrenz brechen, in dem Sinne, wenn ich das richtig sehe. Und, genau, absolut. Ja. Und das ist halt, manchmal muss man ein bisschen mehr Aufwand investieren, als man am Anfang dachte und hat am Ende dann aber auch ein viel besseres Ergebnis, als man sich erwartet hat. Und das ist halt das hält man dann auch, oder? Weil ich meine, wenn weitere Konkurrenten in den Markt reintreten, die müssen ja erstmal verstehen. Die müssen ja nicht nur verstehen, so wie macht man jetzt so ein Video, das so gestaltet ist, wie du das sagst, sondern es muss ja die Kombination von allen Faktoren stimmen, oder? Dann das Produktfoto, die Beschreibung, dann das Video und so weiter. Also wenn ein Konkurrent eigentlich dann so dich vom ersten Platz weg haben will, dann muss er ja eigentlich das Gesamtpaket auch verstehen, oder? Der muss das Gesamtpaket verstehen, das kann natürlich passieren und es ist auch wichtig, dass man halt weiß, okay, ich habe jetzt ein Produkt, das läuft gut und ab und zu muss man trotzdem mal was machen. Man kann natürlich, das ist zum Beispiel so Long-Term, das ist jetzt nicht für Leute auch am Anfang erstmal so relevant, aber was wir zum Beispiel dann machen, ist, wir gehen hin und sagen, hey, wir versuchen mal außerhalb von Amazon, aber organisch sozusagen uns was aufzubauen. Muss jetzt nicht sein, dass du einen YouTube-Kanal startest zu deinem Produkt, es kann auch sein, dass du einfach mal sagst, hey, ich verkaufe zum Beispiel Kochbrot oder Grill, ich verkaufe Produkte im Bereich Grillen, ne? Da gibt es jetzt irgendwelche großen Blogs,
schreibt die Leute einfach mal an und sagt, hey, habt ihr mal Bock, unsere Produkte zu testen? Habt ihr vielleicht mal Bock, in euren Beiträgen, wenn ihr sagt, wie ein Steak gegrillt wird, einfach unser Ding zu verlinken? So, das heißt, ich oder Vergleichsseiten, ne? Es gibt so viele Vergleichsseiten, wo Kunden, bevor sie ein Produkt kaufen, vergleichen. Das sind alles fast Seiten, die verdienen damit ihr Geld. Ne? Das heißt, wenn du die mal anschreibst, das machen die wenigsten, schreib die mal an und frag mal, hey, könnt ihr uns da platzieren? Ne? Wenn du jetzt ein Schrottprodukt hast, dann wird es vielleicht nicht klappen, aber das gehe ich jetzt mal nicht von aus. Dann ist es sowieso schwierig, langfristig erfolgreich zu werden. Aber wenn man ein geiles Produkt hat, dann kann man auf solchen Seiten sich platzieren lassen. Das kostet fast gar nichts, verhältnismäßig, zu PPC zum Beispiel. Ja. Und du hast permanent so einen zusätzlichen Sales-Push, der deine Produkte halt nach oben hebt und auch margentechnisch das stark steigern. So zum Beispiel kann man sich auch gegen eine stärkere Konkurrenz teilweise behaupten. Ne? Ja, das heißt, okay, durch solche Elemente helft ihr dann eben auch euren Kunden, wie sie eben einen absolut krassen Marktvorteil generieren können, ja, eben auch halten können und alles drum und dran. Was würdest du sagen, was ist so die coolste Erfolgsstory, die ihr so mal erlebt habt? Oder kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele geben von Leuten, die einen richtig coolen Amazon-Shop aufgebaut haben? Ja, also was ich sehr cool finde, sind Kunden, die hier auch bei uns aus Berlin kommen. Wir haben angefangen mit einem super simplen Produkt. Es geht um ein Thema Gesundheit, so Richtung Wasserfilter. Wir haben so mit ganz simplen Produkten in dem Bereich angefangen. Das lief ganz gut, weil es auch ein Thema ist, ein Trendthema, wächst immer mehr vom Markt her. Und ich finde das Produkt auch sehr cool schon am Anfang gewesen. Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, hey, das funktioniert jetzt. Und die haben richtig Geld in die Hand, also haben wirklich Fremdkapital genommen. Also wirklich auch, ich glaube, 100.000 oder 20.000, also echt eine ordentliche Stange. Die haben damals vielleicht 50.000, 60.000 Umsatz gemacht, was schon gut war. Aber haben das genommen und haben das sozusagen in so eine Art Produktentwicklung investiert, wo ein bestehendes Produkt einfach nochmal so ein bisschen weiterentwickelt wurde. Und daraus sozusagen so ein, ich nenne das immer so ein Superhero-Produkt, also wirklich, wo du so ein Ding hast, wo Leute das zu Hause stehen haben und wenn niemand reinkommt, ein Bekannter sagen, hey, guck mal, was ich mir gekauft habe. Ja, also das so einfach dieser Wow-Effekt einfach. Ja. Genau, so ein richtig, richtig cooles Produkt, auch wie gesagt in diesem Bereich Wasserfilter. Und das ist auch ein bisschen dann high-preisiger schon, aber das läuft ganz gut an. Also sind jetzt so, glaube ich, im unteren fünfstelligen Umsatzbereich. Margen sind halt sehr gut, aber das wird langfristig extrem rentabel sein, weil man da sozusagen so Kartuschen drin hat, die Leute halt immer wieder bestellen. So Filter und solche Sachen. Und genau, ja, genau. Und das ist halt total genial, ne? Weil da hast du sozusagen, verkaufst das Ding einmal, machst damit schon Geld und sicherst dir sozusagen schon Stammkunden, die immer wieder bei dir diese Nachfüller kaufen. Ja. Und damit machst du dann nochmal besonders Geld. Das finde ich zum Beispiel eine besonders coole Story. Hast du natürlich in verschiedenen Bereichen auch zum Beispiel Kunden. Das finde ich immer witzig, wenn die Produkte verkaufen, die ich nicht mal kenne oder wo ich so denke, hey, was ist das überhaupt? Zum Beispiel haben wir so Leute, die verkaufen so Insektenschutz, so Rauchstäbchen gegen Insektenschutz, denken mir so, hey, was ist das überhaupt für ein Produkt? Ne? Ja, vor allem, das sind meistens so die Produkte, die dann irgendwie plötzlich dann erstaunlich gut funktionieren. Mega, und du denkst so, hey, also man kann ja immer auch zurückführen, warum die funktionieren, aber ich finde es erstmal witzig, dass einfach dann so ein Produkt, hey, ja, ich verkaufe Rauchstäbchen gegen Mücken zum Beispiel und mache damit 25.000 Umsatz im Monat. Total absurd das ist eigentlich. Wenn ich ganz kurz mal ein Beispiel sagen darf, weil das Ding ist selber, ich bin ja ins Amazon FBA reingekommen, wir sind ja spezialisiert auf Amazon FBA. Ich bin da reingekommen, weil ein Kunde ist zu uns gekommen. Ich hatte damals schon recht viel Erfahrung mit E-Commerce, weil ich ein Unternehmen betreut habe, das für 70 Millionen verkauft worden ist. Da habe ich eben den ganzen Investorenprozess mitgemacht und so und dann wurde das mit Erfolg verkauft. Und dann ist eben ein Neukunde zu uns gekommen und der hat eben gesagt, so hey, ich handle auf Amazon. Und der hat damals rund 30.000 bis 40.000 Euro im Monat gemacht und der hat damals einen Rückenrasierer verkauft. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist eigentlich so wie ein Rasierer, aber einfach so hochdimensioniert, also einfach ein großer Rasierer und dann kannst du dir einfach den Rücken rasieren damit. Ja. Und da habe ich auch gedacht, so hey, wer braucht sowas oder wie kann der 30.000 bis 40.000 Euro pro Monat machen? Das ist wirklich mein erstes Produkt war ein Kaltrauch-Erzeuger. Das ist so ein Drahtgestell, wo du so Holzspäne reinmachst, das anzündest, kannst du eine Pappbox draufstellen und selbst Fleisch und Fisch räuchern oder Käse bei dir zu Hause. Das ist zum Beispiel ein Produkt, das wird heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Das ist viel zu simpel. Also zum Beispiel, das ist eine Sache, verkauft keine zu simplen Produkte, weil es ist wirklich immer das Gleiche. Da bringt ja auch kein Marketing was. Also es ist genau wie eine Knoblauchpresse oder eine Tasse. Wenn du eine Tasse verkaufst, da guckt sich kein Mensch 7 Produktbilder überhaupt an. Da brauchst du weder gute Bilder noch tolle Texte. Das Produkt muss einfach gut aussehen und wenn es so aussieht wie alle anderen, dann wird es niemand kaufen. Also das ist, manche Produkte musst du auch kein Marketing, also da brauchst du auch kein Video und sowas machen. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, da habe ich dann damals auch
in meinen ersten 30, 40 Tagen über 10.000 Umsatz gemacht und es hat damals halt super funktioniert. Dann kamen halt Leute, haben das kopiert und damals wusste ich auch noch nicht so richtig, hey, was soll ich jetzt machen, wie kann ich mich dagegen durchsetzen? Dann habe ich das Geld in andere Produkte gesteckt gehabt damals. Mhm. Aber das ist total absurd gewesen. Ich wusste nicht mal, was das für ein Produkt war, bevor ich es gefunden habe. Habe mich halt durchgeklickt, das Produkt gefunden. Bin dann schon gestartet. Das ist halt ein witziger Start gewesen. Ja. Das ist eben auch super interessant, weil wenn du dann so deine Produkte aufbaust dann, du hast ja auch gesagt am Anfang des Videos, dass eigentlich die ersten Produkte aufzubauen ist sehr schwer und dann später weitere Produkte hinzuzufügen ist dann umso einfacher. Also sehr herausfordernd, sagen wir es mal so, weil es ist auf der einen Seite schwierig im Sinne von, du musst halt da hinkommen, um wirklich so ein Business danach aufzubauen. Mhm. Weil das ist so dieser Anfang, ne? Das ist so, ich glaube, wenn du das vergleichen würdest, eigentlich wenn du ein Restaurant oder sowas eröffnest, dann musst du erstmal alles einrichten. Du musst erstmal diese Prozesse da sozusagen einbringen. Du hast extrem viel Kosten eigentlich im Voraus. Und du hast super, genau, du hast sozusagen, und das ist eigentlich bei FBA so die ersten zwei, drei Produkte. Muss man sich vorstellen, du verdienst vielleicht schon Geld und machst auch schon gute Umsätze, aber du bist eigentlich noch nicht an diesem Punkt, wo du sagst, so geil, ich kann davon leben, ich kann jetzt auch daraus schon richtig viel Geld in neue Produkte investieren, sondern es ist immer so ein bisschen so ein Struggle bis zu diesen ersten zwei. Das ist einfach so, das ist halt bei jedem Business. Ne? Es gibt, egal was die Leute erzählen, es gibt eigentlich fast kein Business-Model, wo du hingehst, du startest was und ohne, dass du jemals was, zum Beispiel auch, jetzt kann man halt zum Beispiel euch als Treuhänder, Steuerberater auch sagen, zum Beispiel, naja, theoretisch wirst du ja vom ersten Tag bezahlt, aber du musst vorher ein Studium machen oder musst eine Ausbildung machen. Das ist eigentlich machen. Auch eine Art von Investment, genau, natürlich Zeit und Geld und alles. Alles ja, Investment. Ist, ja, definitiv. Weil du, also ich sag mal zum Beispiel, während viele von meinen Freunden früher dann ihren Master gemacht haben, das ist ja zum Beispiel, wenn du dann nochmal zwei, drei Jahre einen Master machst, vielleicht bezahlst du dafür so gesehen nicht viel in Deutschland, aber wenn du einen Vollzeitjob hättest, den du ja schon ausüben kannst, locker kriegst du ja in Deutschland einen guten Job, so würdest du 40.000 bezahlen, bezahlst du eigentlich 120.000 Euro für diese zwei, drei Jahre. Ja, das ist eben, genau, ich denke, das rechnet viele Leute nicht ein, also das ist ja so der Begriff der Opportunitätskosten in dem Sinne, was hätte ich eigentlich verdienen können, wenn ich es nicht gemacht hätte in dem Sinne. Ja. Und ich habe nochmal eine Frage an dich und zwar das Ding ist, wir haben jetzt auch so ein bisschen darüber geredet, so was dieses Beispiel jetzt auch mit den Supplements. Hast du noch irgendwie eine Erfolgsstory, wo jemand auch seine Marke für einen hohen Preis zum Beispiel verkauft hat? Weil wir haben hier zum Beispiel auch immer wieder die Situation, dass vor allem auch diese Marken und Produkte von Großhändlern aufgekauft werden. Ja? Mhm. Vielleicht kannst du darüber auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich den Leuten mal erstmal rate, das nicht zu früh zu machen. Das hängt damit zusammen, also wir machen jetzt sozusagen seit 2019, unterstützen wir Händler und wir haben am Anfang in den ersten anderthalb Jahren, in denen wir das gemacht haben, oder eigentlich fast zwei Jahren, also bis 2021, eigentlich nur Beginner, also wirklich Leute, die bei Null standen, betreut. Mittlerweile betreuen wir auch aktive Händler, aber natürlich braucht so ein Business Zeit. Das heißt, wir haben nicht so unfassbar viele Kunden, die jetzt an so einem Punkt stehen, wo ich sage, verkauft das jetzt, weil wenn man es in einem Jahr verkaufen würde und nochmal ein Jahr weiter das so macht, wie was die Leute jetzt machen, wäre es wahrscheinlich das Doppelte wert. Wir haben ein paar Kunden, die das ein kleines Business verkauft haben, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Das sind dann aber nur so 50.000 bis 200.000 ungefähr, die da rausgekommen sind, was auch schon ordentlich ist. Ja, aber vor allem eben in der Schweiz hast du noch den steuerfreien Kapitalgewinn, das hast du dann auf einen Schlag und theoretisch, wenn du dann ein neues Business aufbaust, dann hast du natürlich ein großes Kapital, aber genau, erzähl mal weiter. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Leute, die haben halt, ist nicht aktiv verkauft, aber die haben halt Angebote erhalten schon, die echt lukrativ sind, also die vor drei Jahren ihr Business gestartet haben, im Grunde genommen teilweise gar nicht so unfassbar profitabel sind, also teilweise machen die im Monat 10.000 Euro Gewinn, das ist ja auch gut. Aber das ist jetzt nicht so, morgen bin ich reich, aber was die verglichen mit dem normalen Job ist das natürlich schon extrem. Extrem gut, ja klar. Also was du für ein Potenzial hast als Unternehmer ist natürlich... Genau, aber wenn man jetzt mal drüber spricht, hey, ich will mal ein paar Millionen machen, ne? Dann bist du auch selbst mit 10.000 im Monat vor allem, gut, in der Schweiz zahle ich jetzt nicht so viel Steuern, aber trotzdem, du hast da die Möglichkeit, wenn du das jetzt verkaufst, haben die teilweise Angebote bekommen, eben im Bereich halbe Million, dreiviertel Million. Und wenn man sich mal überlegt, man hat jetzt was aufgebaut mit anfangs vielleicht 20.000, 30.000 Euro, vielleicht sogar weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich stehe jetzt zweieinhalb Jahre später an einem Punkt, wo mir jemand 700.000 Euro für ein Business anbietet, plus natürlich die Ware, die wird ja extra noch gekauft. Und ich das mache, das ist ja auch durchaus sinnvoll, dann kann ich ja, ich habe jetzt ein Know-how, das ist ja das Wertvolle, ist eigentlich das Know-how, da hinzukommen. Ja, das Skill, eigentlich auch das Know-how, genau. Und dann hast du das Geld. Ja. In der Schweiz sogar dann, wenn ich es richtig verstanden habe, so gut wie steuerfrei.
Genau, also da muss man, es kommt darauf an, eben ob im Privatvermögen oder ob du das Okay. in der Firma hast und so, aber in der Regel kriegst du es praktisch steuerfrei, genau. Auf jeden Fall, du kannst dann weitermachen, ne? Du kannst dann dein Business Ja. aufbauen und dann hast du halt schon 700.000 zur Verfügung. Das heißt, du kannst Ja. viel schneller wieder an den Punkt kommen und viel mehr Produkte, kannst direkt eine Brand aufbauen mit 10, 20 Produkten gleichzeitig. Theoretisch kannst du ein, Ja. zwei Leute einstellen. Das sind so Punkte, das ist zum Beispiel das, was ich auch am Anfang meinte mit diesem Großdenken, dieses Denken hinter dieses Long-Term-Ziel mal zu sehen, was überhaupt möglich ist. Ja, weil FBA ist kein Geschäftsmodell, glaube ich, was so gut geeignet ist, 200, 300 Euro nebenbei zu verdienen. Dafür ist es zu aufwendig, es braucht zu viel Kapital. Sondern es ist ein Business wirklich für Leute, die langfristig sagen, hey, ich will eine Brand aufbauen, und ich auch langfristig außerhalb von Amazon Business verkaufen. Das viele Leute auch vernachlässigen, also wenn man eine geile Kundenbasis hat, warum nicht auch einen Shop aufbauen beispielsweise. Genau. Ja, vor allem ich denke auch, also das mit der Zielsetzung finde ich mega interessant, weil ich denke, die meisten Leute, die machen das so nebenbei und die haben einfach nur den Wunsch, dass sie sozusagen nicht mehr arbeiten müssen oder so, ja. Was natürlich auch schon extrem viel wert ist, aber dann ist noch, natürlich nochmal was anderes, wenn man sich wirklich dann das Ziel setzt, eine gute Marke aufzubauen und einen Aber Wert für das das ist auch am Unternehmen und Anfang, alles. glaube ich, gar nicht, weil ich zum Beispiel am Anfang hatte auch nur das Ziel, ich wollte meinen Job kündigen und 3.000 Euro verdienen. Und dann habe ich angefangen und am Anfang ist es auch so geblieben. Und nach einem halben Jahr habe ich auf einmal so eine Leidenschaft entwickelt und hatte voll Bock Ja. drauf. Weil ich bin zum Beispiel heutzutage, ich arbeite wirklich super viel und früher war ich super faul. Also ich habe damals, das ist ein gutes Beispiel, ich habe zum Beispiel meine gesamte Oberstufe, ich habe vielleicht fünfmal Hausaufgaben gemacht. Ja, also ich war Das geht super, mir, super, super. ja, es kommt mir bekannt vor. Es ist dann bist du gut in einigen Fächern und einige Fächer, die dich gar nicht interessieren, so bist du halt nicht so gut, aber das ist, ja, holst dir das, was du brauchst, eigentlich so, Eben, das ist, genau. glaube ich, das, was viele Leute auch insgeheim suchen in der Selbstständigkeit. Diese Leidenschaft zu entdecken, für sich selbst wirklich was zu finden, wo man für brennt. Ja? Und das ist auch, zum Beispiel, das ist auch heute, ich finde das immer auch cool, weil das kann man kann das auch als Arbeitnehmer finden, by the way. Also, wenn man in einer geilen Company ist, kann man das auch finden. Aber zum Beispiel bei mir war das halt in meinem Sektor, wo ich halt dann gearbeitet habe, war das halt nicht. Also, meine Arbeit hat mir Spaß gemacht, weil ich wusste, dass ich das nicht für immer machen will. Yes. Super, hey, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke und ich hoffe, das hat dir geholfen und ja, danke auf jeden Fall und Sehr gerne. bis bald. Ciao.